3, 2, 1, Start. Schub. Stabiler werden oben. Schub. Komm, 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 komm. Hallo Leute und willkommen bei Neues aus Karenzin. Ich bin Paula und ich wohne hier. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich hier so mache. Zurzeit bereite ich mich auch auf einen Wettkampf vor, aber bevor ich euch das zeige, treffe ich mich erstmal mit meiner besten Freundin. Also ich bin Angelina Walz, ich bin 16 Jahre alt. Paula ist definitiv meine beste Freundin seit 9 Jahren. Also gehen wir durch dick und dünn schon. Und dadurch, dass sie in schlechten Zeiten auch sehr oft an meiner Seite war und so. Die Sorgen der Karenziner Jugend ist auf jeden Fall, dass wir wenig Leute sind, dass man wenig machen kann. Es ist jetzt schon mal ein guter Anfang, dass hier Bänke stehen, dass man sich hier auch treffen kann. Aber es fehlen einfach die Leute, die hier sind, damit man was machen kann. Und auf jeden Fall gibt es Verbesserungsbedarf. Ich möchte später nach Schweden auswandern und auf jeden Fall in einer Großstadt wohnen und da meine Ziele verfolgen. Ich möchte Pädagogik studieren und möchte mit Kindern und Jugendlichen in meinem Alter arbeiten und ihnen bei ihren Problemen und Sorgen helfen. Und das ist einfach in einem kleinen Dorf wie hier nicht möglich. Liebe, Romantik, Leidenschaft und so ist auf jeden Fall ein Thema für uns. Also auch, worüber wir uns auch gerne unterhalten, aber in der Beziehung sind wir beide nicht. Erzähl mir mal was, was du so weißt. Die Jungs sind jung Volk und die Mädels sind Mädchen und Hallo. Hallo. Ja, es ist schön, dass ihr schon wieder da seid. Ja. Gerne. Falls ihr was zu trinken haben. Oh, dankeschön, wie nett. Keks? Vielen ja, Dank. Dankeschön. Das ist doch gut. Dankeschön. Danke sehr. Ja. 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 Vorbereitung auf Angies Prüfungen. Ich drücke dir die Daumen. Danke sehr. Ich hatte jetzt eben gerade jetzt mit den Nachbarn gefragt, dass sie euch kennen oder so, der Lütte, ne? Nö. Kommt, liegt auch daran, dass wir uns zu selten alle zusammensehen. Es gibt immer da was für die Kinder, da was für die Alten. Und das wäre jetzt mal eine Möglichkeit, das zu ändern. Okay. Dankeschön. Okay, tschüss. Genug gelernt, jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Das ist toll. Okay, wir setzen uns in die Bushalte. Ja, können wir machen. Okay. Regnet ja eh gerade. Wir sitzen hier an der Bushalte, weil wir uns hier mehr treffen und unsere getauschten Bücher austauschen, weil wir sehr gerne beide lesen. Das spart auch einfach Geld, wenn wir es einfach austauschen, anstatt immer neu kaufen. Also ich habe dir erstmal dein Buch wieder mitgebracht. Ich hatte es in 2 Tagen durch. Es war auf jeden Fall sehr spannend und mit dem Ende hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, das Ende war richtig überraschend. Dankeschön. Ja, ich habe dein Buch tatsächlich auch mitgebracht und ich muss ehrlich sagen, das ist mit einer meiner Lieblingsbücher geworden. Es handelt sich in allen Büchern um Liebesromane. Ich bin so, wenn ich lese, bin ich in so einer anderen Welt auf einmal. Also ich kann mich da richtig hineinversetzen drin. Die Bücher sind auch für mich wie so eine Eigentherapie. Also wenn es mir noch nicht gut geht, dann lese ich da einfach nochmal rein und dann bin ich in einer neuen Welt und dann kann ich einfach abschalten, was gerade so um mich herum ist. Hier stehen wir immer, wenn wir auf den Bus warten. Da fährt der Bus, also so viel wie ich weiß, 2-mal in Richtung Parchim. Und es nervt einfach total, dass einfach nur so wenig Busse fahren. Und die ganzen anderen Busse, das sind alles dann die Rufbusse. Ich glaube, eine Fahrt kostet was bei 7,50 Euro oder so. Und es wird auf die Dauer auch immer teuer. Mein Papa holt mich hier gleich ab, weil wir fahren nach Parchim ins Fitnessstudio. Denn ich mache Kraftsport und heute ist Trainingstag. Ich bin auf Kraftsport gekommen, erstmal durch meinen Papa. Er macht das ja auch schon ganz lange und dann hat er einfach mal gesagt, so ja, ich glaube, du hast gut Kraft. Du kannst es ja auch
mal versuchen. Gut, dann okay. Viel Spaß beim Sport. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Ich finde es sehr gut, dass Paula das macht. Ist natürlich in dem Alter ziemlich gefährlich. Sehnen und Muskeln müssen erst wachsen. Dementsprechend muss man ja auch das Training noch zurückschrauben. Aber sie ist schon eine richtig gute. Paula hat schon mal an 2 Wettbewerben teilgenommen. Und so wie das aussieht, dieses Jahr wohl auch. Also das hier ist mein Trainingsplan. Er ist auf 8 Wochen angelegt. Heute steht einmal Bankdrücken an. Heute ist das Maximalgewicht 35 Kilo. Na Paula, Feuer frei. 3, 2, 1, Start. Ist okay? Mhm. Aufrichten, Luft holen. Ich habe 2x 35 Kilo geschafft. Ich glaube, Papa hat einmal mitgeholfen. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie jetzt gekommen sind. Als nächstes führt euch die Katze. Ich mag Egon sehr gerne. Er ist sehr flauschig und er ist ein guter Sorgentröster. Meine Sorgen sind, dass ich die Schule nicht schaffe und dass ich einen schlechten Abschluss schreibe später. Ich habe immer diese panische Angst vorm Test oder vor der Klassenarbeit, dass ich dann meistens alles vergesse und dann einen richtigen Blackout habe. Ich gehe aufs Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim und ich habe Angst, dass ich dort einen schlechten Abschluss schreibe und dann später keine Chancen auf meinen Traumberuf habe und dass ich meine Freunde verliere, dadurch, dass ich immer so viel lernen muss. Das ist mein Hund Nelly. Nelly spürt, wenn ich schlechte Laune habe, dann kommt sie meistens immer zu mir angelaufen und legt sich dann bei mir hin. Dann geht es mir meistens besser, wenn Nelly kommt. Ich hatte gerade 6 Stunden Schule und es war sehr anstrengend. Aber ich freue mich jetzt sehr auf den Wettkampf, der heute stattfindet. 3, 2, 1, hopp. Schub, schub. Sauber. Ich habe 2 Versuche jetzt schon mal geschafft. Den ersten mit 30 Kilo und den zweiten mit 40 Kilo. Und gleich mache ich den dritten Versuch, glaube ich, mit 52,5 Kilo hat Papa hingeschrieben. Und schauen wir mal, ob das was wird. Der Versuch ist 2:1 gültig. Glückwunsch. Hat sich gut gesteigert, 12 Kilo mehr wie letztes Jahr. Mehr geht nicht. Das Training hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich viel mehr geschafft habe, als ich letztes Jahr gemacht habe, als ich mir vorgenommen habe. Und ich bin auch stolz auf mich. So Leute, meine Folge ist hier zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Wettkampf ist jetzt auch zu Ende. Er lief richtig super. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Account und schreibt gerne einen Kommentar.